Hast du aber einen großen Freund? Ja, genau. Ich weiß nur nicht, wie er heißt. Aber eins weiß ich, wo er wohnt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit eurem Dachmobil. Diesmal sind wir wieder an die schöne Mosel gefahren. Und wo stehen wir? Da, wo der junge Mann wohnt, nämlich in Wintrich an der Mosel. Wir lieben die verträumten Moselorte, den wunderschönen Moselradweg, die verträumten Gassen in diesen alten Örtchen, die sich entlang der Mosel ziehen, und auch die schönen Wanderwege und natürlich den guten Wein. Also von daher, bleibt dran, wir zeigen euch, was es hier wieder in und um Wintrich zu entdecken gibt. Hier gibt es auch den Moseluferstellplatz und den zeigen wir euch wieder natürlich in der altbewährten Methode. Separates Video parallel zu diesem Video der Umgebung und zum Ort. Also bleibt dran. Lasst mal euch mal überraschen, was alles zu erleben gibt. Wir wissen es nämlich selber noch nicht. Du bist jetzt fertig, hat aufgehört zu rechnen. Da oben ist blauer Himmel. Das ist so nicht viel, aber... Ein Quadratzentimeter blau. Ich werde schon krank von dem ganzen Regen. Ich glaub, ja. Ich muss niesen. Tatschi. Ja. Nach vielem Hin und Her, vielem Prüfen der Wetter-Apps hatten wir uns dann doch gestern noch während der Fahrt entschieden, nicht in die Niederlande oder an den Niederrhein zu fahren, sondern doch an die Mosel. Unterwegs haben wir noch Mehring, Minnheim, Wintrich hin und her gejoggt und die Entscheidung fiel wettertechnisch auf Wintrich. Was haben wir? Regen. Wetter-App sagt 11 Grad, leicht bedeckt. Der Fuß draußen vor der Tür sagt, es regnet. Windfäden. Jetzt hat es gerade aufgehört, es ist alles mega aufgeweicht. Der Stellplatz ist ja in zwei Bereiche unterteilt. Einmal für die Wohnmobilisten ohne Hund und dann hinten auf Wiese stehend für die Wohnmobilisten mit Hund. Es ist so aufgeweicht, dass dieser Bereich auch komplett abgegrenzt, abgesperrt ist. Den Stellplatz zeigen wir euch natürlich wieder, wie ihr es von uns kennt, in einem separaten Stellplatzvideo, das wir online stellen, natürlich gleichzeitig mit diesem Video von Wintrich und der Mosel und der ganzen Umgebung. Ja, wie ergeht es uns jetzt? Ich denke mal, wir ziehen die Winterklamotten an, nachdem wir jetzt zwei Wochen in frühlingshafter, leichter Bekleidung rumgehüpft sind und schwingen uns mal aufs Rad und gucken uns den Ort an und dann entscheiden wir. Oha, Alfred würde sagen, Betty fährt wieder nach links, da ist es schwarz. Aber Betty ist heute schlau und entscheidet sich, glaube ich, in Richtung Bernkastel-Kues und nicht nach Pissport und zur Mosel-Lorelei zu fahren. Ich finde den Mosel-Lorelei-Bogen richtig schön. Wir sind gestern auch, als wir herkamen, da oben über die Panoramastraße gefahren. Da hast du einen super Blick da drauf. Allerdings war es auch schon zu dunkel, sonst hätte ich euch das gefilmt. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch irgendwie ins Video reinkriegen. Morgen soll es ja nämlich auch wieder regnen, aber jetzt heißt es Tasche packen, ab geht's, bevor es wieder regnet, weil eigentlich soll es trocken bleiben. Ich hoffe, dass wir euch auch ein Stellplatzvideo ohne Regenschirm drehen können. Drückt mal alle mit die Daumen. Hatten wir aber noch nicht. Nee, aber im Nebel hatten wir schon, da haben wir Sachen Nebel gezeigt, die man gar nicht schon sehen konnte. Ja, Schnee hatten wir auch schon. Weil ich gesagt habe, heute machen wir kein Video, wir machen das morgen, morgen scheint die Sonne. Ja. Die schien dann auch, aber oben über dem Nebel. Also richtig. Drückt uns die Daumen, dass wir für euch ein paar schöne Bilder einfangen können, ohne dabei nasse Füße und eine nasse Kamera zu bekommen. So, und jetzt gehen wir vor die Tür. Ciao, ciao. Wir hatten ja gehofft, dass das ein schönes Wetter sein zu können. Aber... Du musst damit zufrieden sein, was warten, ne? Warte! Komm nicht mit, ich muss überall gucken. Hip yummy. Hier gibt es ganz viele Winzer und Lokale, wo du einkehren kannst. Und wenn du den Weg hier weiter hochfährst oder gehst, kommst du auf den Weinwerfer. Hier auch wieder so ein typischer Keller. Wir müssen jetzt
würde ich mal sagen, hier rein, da rein. Um den Brunnen drumherum. Wow, alles alte, typische Winzerhäuser. Ne? Dahinter blüht rosa der Weinbergpfirsich. Auch nett. Aber alles schon mehr oder weniger in Hanglage. Ne? Ach, guck mal. Ach, guck mal. Da fängt der Weinleerpfad an. Gar keine Schilder gefolgt, aber das ist ja lustig. Großer Herrgott. Fall nicht da runter. Weißt du, warum das großer Herrgott heißt? Weil da hinten ein Kreuz ist mit einem großen Jesus dran, hinten auf dem Felsvorsprung. Ja. Das ist ein Aussichtspunkt da hinten. Guck mal, was ich hier gerade filme. Ja, toll. Und wenn du den Weg gehen willst, sagt Safti Sauerwurm, den Namen finde ich ja wieder genial, dir, wo du gehen kannst. Und dann gibt es, das finde ich auch toll, komm mal, zeig das mal eben. Wenn ihr hier wandern wollt, die Markierungen der Wege, das ist ein Rundwanderweg, 2,5 Stunden, 6,8 Kilometer, könnt ihr der Flasche oder in 3,7 Kilometer, 1,5 Stunden dem Weinglas folgen. Das ist auch, finde ich, gut gemacht. Die Dinger siehst du wenigstens, ne? Ja, auch wenn du besoffen bist. Ja. Ich habe gedacht, da hätte man sich reinsetzen können. Das hätte ich jetzt obergut gefunden. Und auch hier wieder, ne, am Wegesrand, das ist auch wieder so eine getunte Katze. Die sehen aus wie Marder. Hundeklobeutel und Behälter, finde ich wieder gut. Können die überall, nur bei uns nicht. Ne? Da ist immer Bombenlaufen. Lieschen. Ich wollte das nicht gesagt haben. Ich glaube, das war eine schlechte Idee. Da vorne geht es steil hoch. Sehr steil hoch. Wow. Gib Jummi. Was ist da drin? Der Osterhase. Aha. Ja, Home Sweet Home. Also, wenn ihr hier ein Geschenk mitbringen sollt, in Kerstins kreativen Schranklädchen, werdet ihr mit Sicherheit fündig. Und so wie ich das sehe, passt sie das den Jahreszeiten immer an. Ganz niedlich sind diese schönen Motivkerzen. So, ich stelle mal wieder zurück. Was machen die denn im Winter? Haben die einen Schneebälle da drin? Ach du doof. Männer und Deko, ich sag nichts mehr. Hier. Da oben, der guckt schon böse. Da, der Heilige. Irgendwas. Der guckt noch böse. Der versteht das. Die haben blaue Enten. Ja, ja. Hatte ich gestern Abend auch. Die Passionsspiele, die in der Zeit von März bis Mai stattfinden, und zwar freitags, samstags und sonntags. Und dort wird dann die Geschichte oder der Leidensweg Christi nachgespielt. Aufführung ist in der Pfarrkirche St. Stephanus, und Kartenvorverkauf könnt ihr auch online bestellen. Also bei Regenwetter ein netter Zeitvertreib. Am Marktplatz, oder direkt neben dem Marktplatz, besser gesagt, habt ihr so ein kleines Museum, wo ihr die landwirtschaftlichen Geräte rund um den Landwirtschaft und Weinanbau sehen könnt. Kostet nichts, könnt ihr euch durch manövrieren und alles in Ruhe angucken. Ist doch alles beschildert, dass man auch weiß, was man da sieht. Liebevolles Gimmick am Wegesrand. Und wo ist bei dir das Schild? Ja, ich habe kein Pony mehr, sonst hätte ich gesagt unter dem Pony, aber unverkäufliches Muster.
sind wir an der Dorfkirche. Daneben habt ihr ja eben im Vorbeifahren gesehen, dass dort das Festzelt aufgebaut worden ist. Gegenüber befindet sich der Dorfladen. Der Inhaber ist da gerade mit Kollege zugange, da will ich jetzt nicht reinfilmen. Aber ich wundere mich, warum hier so viele rumlaufen, wie so ein bisschen von Woodstock übrig geblieben. Das sind die Schauspieler für die Passionsspiele. Habt ihr schon mal einen kurzhaarigen, ich weiß es nicht, Jesus Jünger oder so gesehen? Die haben ja alle Bart und lange Haare gehabt. Das ist echt kultig, die laufen hier alle mit langen, grauen Haaren und Rauschebärten rum. Morgen. So. Fürs Erste haben wir genug gezeigt von Windrich. Vielleicht gibt es nachher noch mal einen Spaziergang. Aber jetzt fahren wir an den Moselradweg und wollen Richtung Bernkastel-Kues, weil es da nicht so schwarz ist. Kurz vor dem Stellplatz gibt es auch einen Wein- und Sektautomaten, wo ihr euch auch mit Wasser versorgen könnt, sollte irgendwas fehlen. Wo fahren wir? Richtung Bernkastel-Kues. Aha. Da wird es heute nicht so voll sein wie bei unserem letzten Abstecher dahin. Das war? Aber da war es wärmer. Das war der heißeste Tag letztes Jahr, wo wir waren in Kinheim und sind mit dem Rad nach Bernkastel-Kues gefahren und da war es so heiß. Da waren so viele Schiffe und der Parkplatz, alles überlaufen. Du hast nirgendwo einen Platz bekommen, um was zu trinken. Aber wenn euch Bernkastel-Kues interessiert, schaut mal in unser Video von Kinheim. Wir haben ja den einen oder anderen Platz hier an der Mosel schon gezeigt und werden uns noch viele anfahren, weil es von uns aus gut erreichbar ist. Schaut mal in die Playlist Mosel. Dort gibt es weitere Stellplätze und auch Rundum-Videos hier von der Gegend an der Mosel. So, ich fahre mal weiter, sonst kommen wir heute nicht an. Da ist der Stellplatz in Kästen. Schöne Grüße an Toni, kannst du bald wieder hinfahren. Die machen gerade Vorbereitungen. Monzeller Kätzchen. Oh, ich film gerade das alte Gedöns. Hier ist das Monzeller Kätzchen. Nicht der, wie heißt das nochmal? Die Zeller Katz, sondern Monzeller Kätzchen. Da sind Bambinos, Albinos. Ja, Bambinos, ja, nee, ist klar. Da war ein Albino-Bambi. Das ist von mir weggelaufen. Die machen Winterpause bis April. Das weiß ich. Das ist jetzt weg. Auch eine Alternative, bevor du gar nichts hast. Ja. Der wird auch nicht wegen Überflutung geschlossen. Nee. Ich laufe dir jetzt ins Bild. Ja, so kenne ich dich. Ja, da ein bisschen komisch geparkt. Das quietscht. Ja, das ist die Kapuze, die quietscht. Ich weiß nicht wieso. Wir haben nicht nur Badeenten, wir haben noch Quietscheenten. Ja, die machen immer krack, krack, krack. Also ganz komisch. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll, dass das aufhört. Ja, ich kann die ja mal einölen. Dann quietscht die nicht mehr. Weißt schon, dass ich mir das Löschlein hier in den Arm gehauen habe, hier hinten. Bin ich irgendwo in einem Strauch hängen geblieben. Oder Rose oder Brombeere. Upsi, bitte nicht an. Wenn die Autos hier nicht stehen würden, würde ich noch glauben, dass gleich so ein Ochsenkarren vorbeikommt. Lokal drin, steht alles leer.
Guck mal. Wow. Das war sogar mein Hotel. Ostern ist hier nicht mehr weit, aber wir sind überall vertreten. Unsere Follower sind überall. Der ist festgedüttelt, den haben wir aber noch nicht. Da kommt die Sonne. Gehen wir wieder Eis essen? Ja. Wir suchen uns jetzt hier was zum Kaffee trinken. Und wenn euch Bernkastel-Kues interessiert, wie es hier aussieht, schaut das Video von Kinheim. In Sommeratmosphäre sieht das wesentlich schöner aus als wie jetzt in dem verregneten Grau. Schaut mal rein, sind wirklich tolle Bilder und macht Lust auf einen Besuch hier. So, und jetzt gehen wir Kaffee trinken. Ja, nach einem Irrweg. Genau, weil alles geschlossen hat. Weil es noch renoviert ist, wird oder Winterpause hat, waren die Cafés alle geschlossen. Es hatten zwei Eisdielen kombiniert mit Pizzerien auf. Aber ansonsten tote Hose hier. Jetzt haben wir was gefunden und jetzt gehen wir Kaffee trinken. Und hast du dich entschieden? Dass man einen Schnee haben, weil wir hier schon wisst, dass ein Punkt nicht schnee will. Stimmt, wisst ihr es? Wenn ich bekomme. Käsekuchen. Kann man mit Käsekuchen essen. Wenn Alfred bekommt, wisst ihr auch schon. No. Genau, Pfeffer, Apfelkuchen. Das ist so ja nicht immer gesagt. Das kommt drauf an, welches Obst man bekommt. Du hast noch nicht ein Video gehabt. So, einmal hattest du gehört. Aber hier ist das Kult, weil die machen den aus geklauten Äpfel. Das steht vorne an der Tür. Und ich habe von geklauten Großmuttern etwas. Großmutter ist von Käsekuchen, das war geklauten Omas in Ländern. Ich bin auch so eine geklaute Oma. Kaffee haben wir schon mal, das ist wichtig. Wir sind fündig geworden im Fall Großbahnhof in Bernkastel-Bottmis mit Käsekuchen, Apfelschnurren und schöner Aussicht. Ich glaube, hier wohnt Harry Potter. Das war das gar nicht. Das kommt doch noch mit dem Hogwarts. Also für den alleine. Du hast mir immer noch keine Luft nachgefüllt. Wie ist mit deiner Luft am Senkel? Solange ich das Ding mit dem Daumen nicht eingedrückt kriege, ist da hier noch Luft drin. So, hier sind wir im Weihnacht, Lisa. Scheint ein nettes Städtchen zu sein. Der rote Teppich ist ja schon kultig. Sieht wirklich aus wie Hock. Fahrräder verboten.
Straße ist schon gesperrt. Gleich beginnen die Passionsspiele und die ersten Vorbereitungen sind schon getroffen. Die Akteure gehen momentan zum, na, ich nenne es mal Schauspielhaus. Ich gehe ein paar Schritte durch den Ort. Und der Andrang ist echt groß. Hätte ich jetzt wirklich nicht vermutet, dass das so bekannt ist. Also da haben wir nochmal den Beweis. Viele Leute mit langen grauen Haaren. Nicht? Aber heute, wo die Passionsspiele stattfinden, ist alles zu. Ich mache meine kleine Abendrunde und guck mal, ob ich euch das ein oder andere Skurrile und Schöne einfangen kann. Na, das schreit doch wieder förmlich nach Abenteuer. Gehen wir doch mal den kleinen Weg. Überall gibt es nette Kleinigkeiten zu entdecken. Das ganze Dorf ist auf den Beinen wegen den Festspielen und ich habe mich jetzt doch etwas abgesondert und bin in die Weinberge hochgegangen. Hier unten haben wir die Schleuse und da haben wir den Stellplatz. Am Abend hin haben wir auch noch die Sonne. Zwar nicht viel, aber ausreichend. Ja, man merkt, dass hier heute der Bagger gefahren ist. Es ist ein bisschen matschelig. Aber ich habe eh gerade gemerkt, dass ich den falschen Weg genommen habe. Der gepflastert ist nämlich da unten. Okay, stapfen wir weiter. Da haben wir die Herrgottstatue, aber das sind da noch zwei, drei Wegwindungen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich gehe zurück, bevor es gleich anfängt dunkler zu werden. Will ja auch noch im Ort ein bisschen gucken und ich laufe bestimmt noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis ich wieder unten bin. Trotzdem, es hat sich gelohnt. Das ist ein Teil vom Weinlehrpfad, auf dem ich jetzt gekommen bin. Und ich gehe jetzt den Tal wieder runter über den Weinlehrpfad. Herrlich, einfach herrlich. Und deshalb bin ich jetzt auch mal still. Schaut euch dieses geile Wetter an. Dafür, dass es heute so regnen sollte, finde ich das so richtig schön. Ich denke, wir werden gleich schon ein Fahrradtürchen machen, wir schon Pissbot. Und jetzt schauen wir mal, wieso Bettina rauskommt. Kommst du nicht raus? Ich mach Statistik.
Das sieht sich, mein Wetter hat ja funktioniert. Wenn Regen angesagt ist, scheint die Sonne. Weil wenn die Sonne angesagt ist, haben wir ja immer Regen. Aber ich habe hier eine ganz andere Statistik. YouTube Analytics. Aha. Wir haben eine super gute Watchtime. Unsere Videos kommen richtig gut an, kommen oft auf der Startseite, werden oft über Google-Suche gefunden. Also nicht über einen Kanal, sondern weil man eben nach einem Stellplatz sucht oder einem Ort. Das läuft alles super. Haben wir bis jetzt alles gut im Griff, aber wir haben 85% wiederkehrende Zuschauer, die unsere Videos mehrfach schauen, aber kein Abo dagelassen haben. Und ich frage mich, warum man dann eben nicht mal kurz abonniert. Man wird sowieso dann automatisch informiert, wenn man noch die Glocke drückt. Und so ein Abo kostet euch nichts, außer ein Touch und uns dann eine gute Statistik. Lasst uns in den Kommentaren da, warum ihr vielleicht Videos schaut und nicht abonniert. Es würde uns freuen, aber ihr könnt natürlich auch anderes in die Kommentare schreiben, wie ihr unser Video mal wieder rund um die Mosel hier um Windrich findet. Liked es, abonniert es und ansonsten schaut es bis zum Ende. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und gehen gleich wieder auf Entdeckungsreise. Nochmal einen chilligen. Dann mach ich ein Hausfräulchen und dann fahren wir mal. Mach mal weiter, ich gehe dann mal. Ja, da, du bleibst schön hier, mein Freund. Ey, nicht wie gestern. Der Stellplatz in Minheim. Erste Reihe ist gut belegt. Minheimer Moselbrücke, ja, da steht er. Genau. Ach, wie kommt man hier nochmal runter? Unten ist der Stellplatz, das Pissbord. Und hier unten ist nämlich der Stellplatz, da haben wir auch schon gestanden. 50 Meter, beim letzten Mal war der auch belegt. Der war, als wir kamen, noch frei, aber da waren so viele Mäuse. Wenn wir im Windrich waren und wieder alles belegt hat, war das auch einer von denen, die belegt waren. Bitte? Das war auch einer von denen, die belegt waren. Ach ja, wo wir da die Odyssee hatten, wo wir nachher in Klüsserath gelandet sind. Richtig. Guck mal, der macht, der putzt. Der macht Pipi. Der macht Pipi. Und das ist die Mosel-Lorelei hier, der Felsen. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum das Wetter auf einmal so schnell umgeschlagen ist laut der Zeit der letzten Sequenz, das liegt daran, weil wir 3 Stunden hinten auf dem Moselstellplatz am Pissporter Goldtröpfchen ganz lange gequatscht haben. Haben wir ganz viele nette Leute getroffen und sind der Reihe nach abgelaufen, ja. Die uns abgelaufen. Also von daher nochmal viele Grüße nach Heimbach. Und an Armin und Ala. Von daher, jetzt versuchen wir noch die letzten Kilometer bis nach Neumagen-Drohne, oder wie es jetzt heißt, zu packen, bevor wir gleich vom Stellplatz müssen. Ne? Da ja. Haben wir die Lorelei. Hier haben sie aber einiges gemacht. Wir sind ja schon mal in Pissbord gewesen, auf unserer Anfahrt in den Elsass, beziehungsweise zu den Vogesen. Man Mosel, Saar, Vogesen, Elsass, Schwarzwald gefahren und hat sich seitdem hier ein bisschen getan. Oh, da kommt die Sonne wieder raus. Irgendwie bin ich hier aber damals nicht zu Fuß gegangen. Da sind ja richtig schöne alte Häuser. Wir wären doch besser in den Ort reingefahren. Kannst du nicht alles haben. Ja, auf dem Rückweg, ha? Oh ja. Auf dem Rückweg. Weil drüben kannst du nicht fahren. Drüben ist die Höhenstraße. Die sind wir auf der Hinfahrt. Nee, die fahre ich auch nicht vom Fahrrad. Da oben ist die. Dann fahren wir gleich nach Hause. Ja, ja, nee, ist klar. Ein bisschen viel Wasser dran. Ja, da ist richtig Speed drauf. Guck mal hier. Richtig kleine Stromschnellen. Aber schön mit dem. So was, das ist doch kein Strom. Mit den Picknicktischen überall ist schön. Das ist in Neumagen. Aber zum Glück ist es hier jetzt sehr leer auf den Sonntagmittag.
Wir sind hier schon im Sommer gewesen, da kannst du hier über die Köpfe laufen. Mit den Magnolien, das sieht schön aus, ne? Ich wollte noch Fotos machen. Ja, vorne ist gesperrt. Das ist deine Straße, Kaffeegasse. Ja. Auf den Spuren der Römer. Wo sind wir überhaupt? Ha? Neumann. Ich dachte, wir waren bei der Römer. Sehr viel römischen Ursprungs, schön wieder. Es gibt so eine Skulptur von einem Römerschiff mit so Leuten drauf. Das muss hier irgendwo sein. Vor allem auf meinem Lateinbild. Ich muss jetzt mal ein paar Fotos machen. Ich halte immer an. Da ist es. Ich lass mich scheiden. Ich wollte gerade sagen, Feierabend. Das ist ein Motorrad. Sollte das nächste Video ohne mich sein, liegt es daran, dass Alfred jetzt definitiv einen Scheidungsgrund gefunden hat. Der Weg sah zuerst so aus, dann wurde er so und endete so. Was dazu führte? Schuhe putzen. Fahrrad putzen. Ich zeige euch mal meine Pedale. Also da ist nicht die Pedale, aber da. Da. Wir müssen das, wir haben die Räder in der Garage. Interessiert mich das scheiß Fahrrad. Wir haben die Räder in der Garage. Ich bin am Arsch. Ich auch, wenn ich die Räder gleich geputzt habe. Die sehen aus wie Larry. Ich wollte doch nur eine Abkürzung fahren, damit du nicht mehr so weit hast. Und du hast gesagt, gib Gummi, wir müssen zurück. Deine Abkürzungen. Ich hatte den Weg verwechselt. Wenn du schon keinen Rehen machst, dann machst du solche Abkürzungen. Ich war nicht hier, wo wir durch die Weinberge gefahren sind. Hab ich festgehalten. Das hast du hier. Top. Ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Aber auch an der Mosel. Hier das Ding her. Wir fahren jetzt hier über die Brücke und notfalls fahren wir bis Alt-Pisport. Dann los aus Schwimmen. Da müsste Alt-Pisport sein, notfalls. Ja, dann fahren wir da hinten, reißen, dann fahren wir da hinten über die Brücke oder so rüber. So ein bisschen rappelig. Übrigens, wir sind wieder in Pisport angekommen nach dieser Schlammschlacht. Und noch eine Neuerung, ich lasse mich doch nicht scheiden. Nächstens vergrabe ich die im Schlamm. Sind die auch noch so ganz sich ausruhen? Und das Näschen pudern. Akkus leer, Schnauze voll. Oh nein, ich habe doch gesagt, ich beantworte jeden Kommentar. Ich habe Homeoffice. Homeoffice, ah ja. YouTube-Office. Und was hast du zum Wochenende? Mosel entspannt mich immer zutiefst. Vor allen Dingen, wenn der Wetterbericht nicht stimmt. Ich habe wieder leichten Sonnenbrand aus der Nase, sobald. Wir sind eben nur noch in der Sonne gefahren und ich muss ehrlich sagen, das Video von dem heutigen Tag ist ja was kürzer geworden. Ja. Weil wir auch auf dem Rückweg nochmal die Leute getroffen haben, die wir auf dem Hinweg getroffen hatten. Wir waren ja noch bis Neumarkt, also das ist noch nicht so unsere Ära. Der Platz gefällt uns gar nicht, viel zu eng und ja.
einfach zu, ich weiß nicht was. Muss sich jeder selber wissen. Unseres ist es nicht. Ihr werdet uns da nicht treffen, höchstens im Vorbeifahren mit dem Rad. Pissport, der Platz, haben wir euch ein separates Stellplatzvideo zugemacht. Wir waren ja schon einmal in Pissport, haben dort auch schon mal ein oder zwei Nächte gestanden. Unser Statement zu dem Platz seht ihr auf jeden Fall im Stellplatzvideo, findet ihr wieder in der Playlist Stellplätze beziehungsweise und auch in der Playlist Mosel. Dazu muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss sonntagsmäßig hier noch das Bad, Küche, Boden sauber machen. Ich habe keinen Bock. Ja. Das Wochenende hat wieder dazu geführt, dass ich denke, scheiße, morgen arbeiten, ich will noch nicht nach Hause. Und das, verrate ich euch ganz ehrlich, ist das beste Zeichen dafür, dass das Wochenende wieder super war. Ich komme hier komischerweise immer sehr runter. Wir waren ja auch schon im Dauerregen an der Mosel wie im Zelt. Oder in Pünderich da, diese Wahnsinnswanderung im Regen. Es war richtig schön. Wir hatten Frühlingswetter. Wir haben zwar jetzt nicht bei uns auf dem Platz draußen gesessen, weil wir dazu keine Zeit mehr hatten, aber dafür auf anderen Plätzen lange draußen gestanden. Ja, jede Menge. Jede Menge. Und von daher fahren wir jetzt müde, entspannt und glücklich wieder nach Hause. Das heißt für euch, bleibt dran, wo es nächste Woche hingeht, wissen wir auch noch nicht, Wetter-App sagt Regen, 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 also wird es wieder spannend. Die lügt. Ein Run zwischen Donnerstagabend und Freitag Spätnachmittag, wenn wir abfahren, wo es hingeht. Grobe Pläne haben wir ja immer, 4 Himmelsrichtungen und dann hier. Und von daher sage ich wieder danke. Bis zum nächsten Mal, eure Betty und Undercover im Background, euer Alfred. Er durfte jetzt auch mal was sagen. Das ist aber nett. Kommt selten vor, aber immerhin. Ciao, ciao.